Liebe 3B, das ist einmal eine kurze Erklärung zum Wochenplan für die vierte Homeoffice-Woche. Ich habe dir zu jeder Station ein eigenes Video gemacht und du kannst dir dann die einzelnen Videos aufrufen, wenn du diese Station gerade erledigst. Nur ganz kurz zur Erklärung. Ich habe auch getauscht diesmal Deutsch gegen Mathematik, und zwar, weil ich den Eindruck hatte, ihr macht das Mathematik schneller zuerst. Jetzt möchte ich gern probieren, ob es an der Reihenfolge liegt. Die Station A ist im Sprachbuch auf der Seite 99 und da brauche ich ein Foto von dir, vom Buch und von einem Blatt. Die Station B sind zusammengesetzte Nomen mit Wasser, mit 6 Sätzen, mit mindestens 6 Wörtern. Da bekomme ich von dir ein Foto von deiner Aufgabe. Station C, du sollst im Lesebuch auf der Seite 134 die Geschichte lesen. Und dann möchte ich auf einer Audioaufnahme deine Meinung über die Schildkröte. Bin schon neugierig, was du mir erzählst. Dann in Mathematik, da geht es um 2 Seiten in Mathematik. Station F ist das Mathematikbuch Seite 65. Der erledigt hast du es, wenn du mir ein Foto schickst. Schau dir das Video F an. Station G, da sind die Videos ein bisschen durcheinander geraten. Das heißt, Station G hast du 2 Videos und zwar das Video G und das Video G zweiter Teil. Da bekomme ich wieder ein Foto von der Seite. Und die Station H, das ist ein Rechenstreifen, den habe ich dir eigentlich dann nur noch schnell im Video G zweiten Teil erklärt. Auch hier bekomme ich bitte ein Foto deiner Arbeit. Dann kommen 2 Stationen im Sachunterricht. Das eine ist der Kreislauf des Wassers. Den haben wir schon letztes Jahr besprochen. Da gibt es ein lustiges Video über den Kreislauf, wie das funktioniert. Da wünsche ich mir dazu eine Zeichnung, die auch gut beschriftet ist, sodass du das dann auch in dein Sachunterrichtsheft wieder kleben kannst. Und die Station L, das ist wieder eine lustige Station. Da kannst du mir gerne ein Video schicken von dem Versuch. Den zeige ich dir im Startvideo für die vierte Woche. Gut, das sind deine Stationen für die kurze Woche und ich freue mich schon sehr auf deine Nachrichten. Ciao!